Leute, wir sind zurück. Hyrule Warriors Zeit der Verheerung. Wir werden jetzt in die Rückeroberung von Akala starten. Fackeln wir gar nicht lange. Legen wir los. Ja, aber vorher essen wir doch mal was. Schaden plus 5. Das sieht lecker aus. Ja, sehr lecker. Auf geht's. Hauptquest, let's go. Während die vier Recken sich in der Steuerung der Titanen übten, unternahm Pura an der Spitze einer Gruppe von Reliktforschern eine Expedition zu jenem Turm, der wie aus dem Nichts in der Ebene von Hyrule erschienen war. Der Turm, ein sogenannter Shika-Turm, war jedoch nicht der einzige seiner Art. Schnell wurde klar, dass diese Türme aller Orten unter der Erdoberfläche ruhten und ihr Erscheinen über der Erde von einer Vorrichtung in Schloss Hyrule aus gesteuert wurde. Wie es schien, konnte die Steuerungseinheit durch die Verbindung des Shika-Steins mit den Türmen aktiviert werden. Alsbald begaben sich Zelda, Pura und die Recken auf eine Expedition, um dieser spektakulären Entdeckung auf den Grund zu gehen. Studierst du schon wieder Relikt? Vater! Glaubst du, die Zeit zu haben, dich mit so etwas abzugeben? Aber... Vor langer Zeit fand ich in Begleitung von Mutter dieses Relikt. Ich weiß noch, wie ich mich mit Mutter darüber unterhielt. Wir nahmen an, dass es eine besondere Kraft in sich birgt. Doch bis heute ist es mir nicht gelungen, seinen Zweck herauszufinden. Vater! Das Geheimnis dieser Relikte könnte uns einen Vorteil über die Verheerung... Und doch! Obliegen dir andere Pflichten? Natürlich werde ich mein Training nicht vernachlässigen. Aber ich will... Ich möchte einfach alles tun, was mir nur irgend möglich ist. Mir scheint, als würdest du ganz genau das vermeiden. Dieses eine Mal werde ich es zulassen. Doch, ich hoffe, du verstehst. Sag, wenn Sie also dieses Shika-Dings reparieren, was bedeutet das für uns? Hä? Ihnen würden sich wohl augenblicklich unser Aufenthaltsort und unsere Absichten erschließen. Wäre ziemlich übel, wenn die rausfinden, wo wir sind. Ich kümmere mich und... Auch ihr werdet eure Rollen spielen. Hey, super! Garn und will es so, also klappe! Bitte verzeiht. Ein Wächter, der von der Verheerung Garnon besessen ist. Wer über ihn verfügt, der regiert schon bald die ganze Welt. Wie rätselhaft. Die Macht der Verheerung, Garnon. Kann sie wirklich so leicht zu kontrollieren sein?
Gemeinsam mit seinen Mitstreitern war es Link gelungen, den Turm der Ebene wiederherzustellen. Unter Puras Führung begannen sie nun, die Shika-Türme aller Regionen einen nach dem anderen zu aktivieren. Schon bald mussten sie jedoch erkennen, dass auch ihr Gegner nicht untätig geblieben war. Zu Füßen des Akala-Turms, der als letzter seiner Aktivierung harrte, hatte sich die Yiga-Bande in großer Zahl versammelt und lauerte den Helden auf. So, da sind wir auch schon. Lange Cutscene, Yiga-Bande will uns aufhalten, das können sie aber schön vergessen. Wir sind mehr als gut gerüstet für die Akala-Festung. So, dann wollen wir mal. Ich werde mich aber, glaube ich, gleich mal darum bemühen, Leute hier hinzuschicken. Auf jeden Fall. Ihr werdet sehen, warum. Ja. Erstmal gibt's da noch nichts zu tun, wo ich Mifa hingeschickt habe, aber da wird gleich noch was passieren. So, kümmern wir uns erstmal um den Jägeroffizier. So, gar nichts ist Brudi. Da hat er gedacht, dass er das hinbekommt. So, das war's dann für dich. Das war Nummer 1. So, Urbosa und Zelda kämpfen da. So, da hast du wohl daneben geschlagen. So, und der Rest von uns interessiert sich nicht für dich. Auf Wiedersehen. Ja. So, los, aktivier den Wächter. Sehr schön. Jetzt können wir weiter. So, da warten aber schon einige kleine Mobs auf uns. Das kann uns aber sehr egal sein. Die sterben eh alle. So, und deswegen ist das Masterschwert halt so super übertrieben. So, trotz allem vorsichtig. Können ja auch irgendwelche Lappen hier sein und dann tröten die wieder und ziehen uns unser Herz ab. Oder diese Bogenschützen hier zum Beispiel. Kann genauso scheiße sein. So, wir müssten fast alle wegrasiert haben. Oh ja, einige sind nachgespawnt. So, das müssten also gut wie alle gewesen sein. Dann gehen wir mal die Treppe hoch. Hier haben wir einige. So, damit haben wir den Großteil erledigt. So, damit sollte der auf jeden Fall tot sein.
So, den hätten wir. So, damit haben wir den Platz erobert. Hier ist auch wieder dicht. Tja, auf zum Flammenborn. Ey. Link. So, sehr nice. Jetzt können wir über die Brücke, endlich. Da hat er gedacht, Alter. So, auf Wiedersehen. So, schnell mal hierhin. So, ja, wir sind schon da. Alles schon erledigt. Warte mal. Ja, öffne die Tür. Los. Ja, genau deswegen habe ich Mifa da hinten schon platziert. Ich übernehme, Link. So, Zelda, einmal. Bitte hier, bitte mal hier hin. So, und wir wechseln jetzt erstmal zu Mifa. Autsch! So, komm. Und nix ist. Perfekt. So, das war's für ihn. Der blaue Moblin ist weg. So, damit kann ich den aktivieren. Aber es fehlt halt immer noch einer. Und deswegen habe ich Mifa gleich hier hingeschickt. So, dann schwimmen wir mal dahin. Das ist das Gute an Mifa. Wir sind relativ schnell unterwegs. So, da ist der andere Flammenborn. Der wird gleich einmal angegriffen. Das lassen wir aber nicht zu. So, komm, mach doch mal einen Angriff, Budi. So, ist nicht. So, auf Wiedersehen. Und das war's. So, damit ist der Flammenborn aktiviert und wir wechseln zu Zelda. Wenn ich da mal wechseln dürfte. So nicht. Link! Ich übernehme, Link. So, Zelda haben wir jetzt hier. Und Attackenhagel. Autsch. Das hat wehgetan. Und du? Ja, was machst du jetzt, hä? Boom! So, den ersten haben wir tot. Uns gelang der Sieg. Nur noch der Jägeroffizier fehlt. So, aber sein Angriff hat auch nicht funktioniert. Obwohl ich nichts sehen konnte, konnte ich rechtzeitig ausweichen. So, seitdem wir mit Zelda dieses antike Superteil haben, geht das mit ihr zu kämpfen. So, perfekt. Zelda hat aber leider noch einen Gegner vor sich. Bevor wir dann mit Link in die Festung rennen. Und die Festung komplett wegballern. So, auf geht's. Zelda. So, damit haben wir gleich mal den Attacken. Nice, und treffen sogar beide. Autsch.
So, damit können wir den loswerden. Auf Wiedersehen, Brudi. Das ist die Rache dafür. Uns gelang der Sieg. Jetzt fehlt nur noch du. So, da kommt der Attackenhagel. Das war's dann für dich. Und damit können wir den letzten Flammenborn aktivieren. Hey. Ich versuche es. So, aktivier, komm. Nice. Geht doch. Link. So, rennen wir zu Link. Rennen wir zu Link, ja. Wechseln wir zu Link und gehen direkt zum Tor. Genau. So, da sind wir auch schon wieder. Oh, scheiße, Alter. Ach nee, oh ja, gut. Los. Puh. Dann mal los. Rennen wir die Festung hoch. Ja. So, jetzt müssen wir die Jägerbande nur noch vertreiben. Wie gesagt, das sollte gar kein Problem werden. So, ja, Brudi, denkst du echt, du rettest dich damit? Gar nichts machst du. Ja, nein, Mifa, du bleibst mal schön da jetzt. So, einmal hier lang. Ist hier irgendwas? Ich glaube ja, hier gibt's eine Truhe. Nice, öffne die mal. Ein antiker Riesenkern kann man immer mitnehmen. So, dann einmal wieder raus. So, die verprügeln die Jägerbande. Das kann uns egal sein. Wir rennen jetzt hier weiter. So, hier haben wir nämlich noch zwei Gegner, die wir besiegen müssen. So, und das war's für den Eispyromagus. Den sind wir los. Ja, ja, komm. Was hast du vor? Erstmal den normalen Feuerzauber und dann das und dann kann ich angreifen. Sehr schön. So, damit haben wir den Lappen auch erledigt. Das war sehr leicht. So, aber hier scheinen wir nicht richtig zu sein. Wir haben nur schnell die beiden wegrasiert. Wir müssen nämlich wieder zurück, weil da gibt es noch einen Weg. So, dann renn mal, Link. So, jetzt wäre das schön, wenn wir schneller rennen könnten. Also noch schneller als eh schon. So. Hier müssen wir nämlich rein. Oh, yes. Super. Erinnert euch daran. So, ist mir egal, Brudi. Dafür habe ich mir das extra aufgehoben. Ich wusste, du kommst hier ein paar Mal, glaube ich. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Ja, genau, jetzt haut er nämlich ab, der Lappen. Und hier haben wir gleich mal einen Krogsamen. Den nehmen wir mit. Ja, Zelda, wir verfolgen ihn. Mach dir mal keinen Kopf. Wir werden ihn schon kriegen. Ach du Scheiße, Alter. Yes. Blauer Leune. Das ist echt richtig uncool, Alter. Wir können halt froh sein, dass es nur ein blauer Leune ist. Und trotzdem ist der noch mehr als schwer genug. Ah, ja, genau, Brudi. Das wird gar nichts. Das kannst du schön vergessen, Alter. Da hat er gedacht, er kriegt mich. Ist nicht.
So, beenden wir das. So, das war's mit den blauen Leuen. Den hätten wir erledigt. Und wir ziehen weiter. Sonst noch irgendwas hier? Nö. Fledermäuse. Versucht, tötet, nehmt Fledermäuse am besten mit. So, und schon sind wir in diesem Raum. So, hier sind noch ein paar Blitzviechers. So, das... Ja, ihr könnt mal schneller spawnen, Buddies. Ihr seid ja richtig langsam im Spawn. Ah, jetzt, das sieht doch schon besser aus. Viel besser. Vergiss es. Jetzt hat er gedacht, er kriegt mich, aber das wird nichts. So, aber es ist ja noch ein Raum hier. So, was? Ist er noch nicht erschienen? Ah, doch, da ist er. So, wir haben super. Und zack. Na komm, machen wir das schnell. So, Wiedersehen. So, damit hätten wir den auch besiegt. Super, hat sich innerhalb der Akala-Festung bewegt. Yes. So, ziehen wir weiter. Ne, von hier sind wir gekommen. Hä? Ah, ja. Finde und besiege super. Ja, ja, gut, ich weiß, wo wir lang müssen. Alles klar. Jetzt hat sich nämlich hier die Tür geöffnet. Wir können höher. Noch mehr Fledermäuse. So, dann gleich mal weiter. Jetzt sind wir im nächsten Raum. Oh Gott, jetzt geht's los, Alter. Das wird jetzt richtig sauber, Alter. So, und Attacke, Link. Sehr nice. Damit ist der Giga-Offizier schon mal weg. Ja, Brudi, das machen wir mit dir auch mal schnell. Warum sollten wir uns da jetzt Zeit lassen? Würde ich nicht verstehen, auf Wiedersehen. Das war's dann für dich. Und zack. Ja. Damit haben wir die Quest geschafft. Sehr schön. Gut. Puh. Rückeroberung von Akala, Sieg. Ja, war klar. Verlieren ist schwer in dem Game. So, wir kriegen gar nichts. Bei Zelda kriegen wir ein bisschen was. Mifa auch. Ja, let's go. Und ein neues Rezept. Ah, 15% Schaden durch Shika-Module. Das ist gut. Welch fantastischer Ausblick. Findet ihr nicht auch? Pura, was hast du denn da entdeckt? Ich verstehe. Also das hier in Verbindung mit dem Shika-Stein. Hallo, Pura. Prinzessin, es scheint so, als bergen diese Türme gewaltige Macht. Ich gehe davon aus, dass die Shika-Türme einst dazu dienten, die Wiederkehr der Verheerung anzuzeigen. An ihren Podesten ist es möglich, Infos über ihre Umgebung an den Shika-Stein zu übermitteln. So erhält man im Nu alle Daten über
über die Topografie von Hyrule sowie über Monsterbewegungen. Heißt das, wir könnten den Feind beobachten und so unsere Strategie planen? Genau so ist es! Doch, bevor ich hier noch länger herumrede, sollten wir es vielleicht einfach einmal ausprobieren. Ja, nice. Perfekt. So, jetzt kriegen wir einen Haufen Symbole, Alter. Das geht bis unten zur Map. Mal gucken, wie viel wir jetzt kriegen und wie viel wir jetzt noch im Part aufrüsten werden. Ja, das ist einiges. Und wir machen auch zuerst mal das hier. Eine großartige Sache. So, jetzt haben wir dafür 3 extra Nebenquests gekriegt. Und jetzt fangen wir von oben an. Als erstes mal, Shika-Sensor-Suchfunktion wird erweitert. Wunderbar! So, jetzt können wir nämlich mehr Sachen registrieren. So, als erstes machen wir mal das. So, Kryo-Modul. Tja, das war eine reife Leistung. So, und die Sterne sind jetzt dafür da, wenn wir die Abschlussquote erreicht haben. Und hier kann ich euch genau zeigen, was ihr für 100% kriegt. Ihr bekommt das Hyrule Warriors Gewand. Das lohnt halt einfach nicht, Leute. Macht das nicht. Das ist die... Außer ihr habt Bock darauf. Sonst ist das die reinste Zeitverschwendung. Bitte hört auf mich. Ich hab das durch. Das muss echt nicht sein. Das war echt so eine riesige Zeitverschwendung, dass man das nur dafür kriegt. Aber ich hatte halt Bock da drauf. Ich werde das hier im Let's Play aber nicht machen, weil ihr bekommt halt dafür einfach nichts außer das Gewand, was ihr dann eh nicht nutzt, weil ihr das Spiel zu 100% dann schon fertig habt. Deswegen bringt das halt nichts. Nur das Kryo-Modul? Anscheinend. Okay, machen wir mit Maronus weiter. Lass mich! Ich würde aber auch erstmal gerne Daruk machen. Ich platze vor Energie! Und sehr schön, Berge von Eldin haben ein Level abgekriegt. So, hier brauchen wir wieder Krogsamen. Lass mich nur machen! So, damit haben wir Maronus soweit durch. Vieles werde ich leider offscreen machen müssen. Ich darf keine Last sein. So, dann einmal hier. Ah, Link hat endlich seine zweite Spezialangriffsleiste. Das muss ich im Kampf einsetzen. So, und hier. Oh. Pilzspießteller. Nice. So, oh doch, hier ist das Bombenmodul. Alle Achtung! So, dann haben wir hier nochmal Link. So, was kriegen wir hierfür? Prima. Schlachtinfos, Krog-Informationen. Jetzt können wir in den Karten sehen, wo wir Krog-Samen bekommen. So, dann das machen wir als nächstes. Du hast es geschafft. Dann hier einmal... So, ja, ich werde einiges offscreen machen müssen, leider. Da kommen wir nicht drum rum, Leute. Neue Kraft. So, Impar Spezialangriffsleiste steigt. So, dann haben wir hier noch ein Upgrade. Toll. Gut gemacht. So, Mifa können wir auch noch nicht weitermachen, aber das sind alles nur leichte Items, die ich farmen muss. Das ist nichts Schwieriges. Wir können sogar etwas schon davon kaufen. Oh. Nämlich die Octorok-Ballons. So, jetzt aber erstmal weiter gucken. Können wir sonst noch irgendwas machen? Ja, das Magnetmodul. Oh.
So, und den Rest können wir, glaube ich, noch nicht machen. Ich gucke jetzt gerade noch mal über die Karte rüber. Nein, gut. Ich werde dann offscreen farmen für die Gegenstände, damit ihr nicht immer wieder selben Quests macht. Keine Sorge, ich mache keine Nebenquests ohne euch, also die wir nicht gemacht haben. Ich bedanke mich an der Stelle aber bei euch fürs Zuschauen. Liked dieses Video, abonniert den Kanal für mehr Hyrule Warriors Content oder wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Genießt noch euren Tag und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Part wieder. Bis dann!